So, da sind wir schon wieder am letzten Tag. Aber wir haben nochmal 20 Schritte extra aus der Sauna bekommen. Vielleicht reißt das es raus. Und wir haben einige neue Räume freigeschaltet. Hallway, ja. Schlüssel, auch nicht schlecht. Jeden Fall würde ich jetzt mal versuchen, so einen Garten zu platzieren. So, genau, mit dem hier. Und möglichst viele Räume offen lassen. Diese Durchgänge. Weil kommt früh genug, so wie jetzt, dass man nicht mehr weitergehen kann. Genau, hier sind wir wieder in der Parlor, kennen wir wieder. Sind wir wieder. Also, die schwarze Box ist nicht leer. Das ist gelogen. Ja, dann stimmt es ja. Die schwarze Box ist nicht leer. Böp. Böp. Zwei Gems gegönnt. So. Billiard Room. Aber. Ich würde es lieber so machen. Ich komme im Billiard Room noch woanders. Genau, hier Observatorium ist nice. Ja, das machen wir. Ich komme nämlich weiter nach oben. Boah, noch gar nicht freigeschaltet, ne? Ah, okay, ich lasse mal hier hoch. So. Und das Ding erstmal. Ne, das war falsch rum. Ganz nach oben drehen. So weit wie es geht. Ja, das war alles. Mehr geht nicht. Dann. Nee, das ist falsch rum. So ein Fenster hin. Jetzt. One Star. Ein Geld. Der Nordstern. Sehr gut. So. Dann machen wir hier die Kapelle. Wir haben nur ein Geld. Egal. Liegt da hier ein bisschen was rum? Hat jemand was gespendet? Nö. Komisch, dass da nichts mehr liegt, ne? Es lag da immer was. Dann gehen wir gleich hier wieder nach links. Da waren wir schon. Drawing Room. Bedroom geht weiter nach oben. Das ist gut. Aber ich würde sagen, erstmal Spare Room. Oder? Ne, weiter nach oben. Da ist eine Kiste. Ich würde erstmal gucken, brauchen wir hier einen Schlüssel vielleicht? Kisten können wir später noch aufmachen. Oh, schlecht. Machen wir hier. Materialraum. So, ich glaube, dann können wir jetzt die Kiste aufmachen. Wir haben jetzt zwei Schlüssel. Jetzt ist ja was Nützliches drin. Oh, Haufen Geld, sehr gut. Oh, aber richtig viel. 10 Münzen, nice. Können wir gleich eine in der Kapelle liegen lassen. Oh, gehen wir mal in die Den. Gem abchecken. Und noch eine Kiste, aber erstmal die Tür aufmachen. Ja.
Oh, ich glaube, das wäre richtig gut. Und kosten keine Gems mehr. Und Schaufel. Oh, nice. Und hier müsste jetzt richtig gut sein. Das ist das dritte von oben, ne? Ja, okay. Aber hier müsste auf jeden Fall schon ganz gut sein. Aber leider ist hier nur die Schaufel zu holen, sonst nix. Sonst ist hier nix. Tasse bringt auch nichts. Ja. Schade. Aber gut, zumindest können wir jetzt kostenlos grüne Räume draften. Aber ihr seht, ist schon wieder vorbei. Wir können schon weiter, nicht mehr weiter nach Norden. Das hat sich schon wieder erledigt. Aber vielleicht können wir ja noch einen grünen Raum machen. Hier, machen wir den da. Kriegen wir nochmal Geld, um was zu futtern. So, dann machen wir hier Kittchen. Dann können wir hier nochmal. Kommen noch ein Grün? Nee. Kein Grüner. Aber hier Items for Sale. Wir haben 14. Na komm. Können wir irgendwas Gutes kaufen hier? Sledgehammer. Running Shoes. Oh, machen wir mal. Habe ich noch nie gehabt. Ach so, okay, dann geben wir weniger Dings aus. Sledgehammer. Weiß ich gar nicht, wofür der war. Ja, ich glaube, das war's schon wieder, ne? Hier liegt gar nichts mehr, soweit ich sehen kann. Ich glaube, eine Kiste gab es noch aufzuschließen in der Den, oder? Da. Dann machen wir das mal noch. Mal schauen, was da drin ist. Oh, nur Gems. Bringt uns nichts. Kapelle, Storage Room. Nee. Oh, schade. Jetzt haben wir endlich eine Schaufel und nichts zum Graben. Richtig mies. Na gut. Sagen ja, dann war's das mal hier an der Stelle. Hier noch einen schönen Screenshot. Das sieht gut aus. So. Ja, ich finde das Game auf jeden Fall geil. Es ist halt schade, dass man nur 4 Tage hier in der Testversion zur Verfügung hat. Das sieht auch noch ganz nice aus. Oder hinten auch mit dem Dings im Hintergrund. Ja. Ja, ansonsten wäre es bestimmt cool, wenn man da mehr Möglichkeiten hätte. Weil es ja natürlich auch ziemlich zufallsbasiert ist. Aber mal schauen, vielleicht hole ich mir noch die Vollversion und dann zocken wir das nochmal weiter und dann schalten wir alles hier frei und dann schaffen wir es auch bestimmt da oben im Norden in den Antechamber, was auch immer das bringt. Vielleicht geht es ja dann auch weiter. Vielleicht kommt man ja auch einfach dann in eine andere Etage und dann geht das ganze Game von vorne los oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ihr auch nicht. Und deswegen sage ich Tschüss, bis zum nächsten Let's Play. Ciao. Ach so. Natürlich wollen wir noch hier Call in Day machen, klar. Das wollte ich natürlich noch die Auswertung sehen. Hätte ich fast vergessen. Quaint Cottage. Zwei neue Räume freigeschaltet. Jo, das war's gewesen. Wie gesagt, haut euch auf die Wishlist. Gutes Ding auf jeden Fall, macht Bock, gute Ideen. Und bis dann, ciao.